So, dann hier nochmal Wasser aufdrehen. Vielleicht geht das ja inzwischen. Schade. Der Wasserhahn war leer. Wohin der Schlauch wohl führte? Busch. Lilly war gespannt. Wohin der Schlauch wohl führte? Was für eine Überraschung! Aha. Der Schlauch führte zu einem etwas Ding, ja. Ding! Lol. Eine Pumpe! Lilly! Schalte das sofort ab! Sei nicht so zickig. Schade. Was soll denn das? Die kann hier wohl pumpen. Lili! Schalte das sofort! Schade. Also, wir müssen hier Wasser reinführen. Da bin ich mir relativ sicher. Das Problem ist nur, dass wir die Pumpe nicht anmachen können, weil die blöde Kuh nervt. Wenn wir uns die Pumpe ansehen, können wir die Pumpe pinseln. Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge der Welt einteilen in Sachen, die gepumpt werden mussten, und Sachen, die nicht gepumpt werden mussten. Das hier gehörte zur zweiten Kategorie. Okay. Können wir die Pumpe haken? Gut. Können wir die Pumpe haken? Lillys Erfahrung zufolge ließen sich das hier... Okay. Können wir die Pumpe mit einem Rollknäuel nerven? Ups. Lilly! Ja, ich sagte, können wir die Pumpe mit dem Wollknäuel nerven? Lillys erfahrt das. Okay, dann gehen wir zum Hintergarten. Hier ist dann wieder die... Fragen wir mal Edna. Edna hey, weiß Lilly, doch alles. Was gibt's Neues? Was musst du denn jetzt und jetzt? Ich finde immer... die... Ich jetzt du... Das aber die... ich laber und ich werde und wenn wir eine Imkerei viel. Scheiße. Jetzt muss ich mir auch noch selber was einfallen lassen, was? Das ist ja doof jetzt. Irgendwas haben wir noch nicht gemacht oder müssen wir noch machen? Lilly hörte, aber sie war ein braves, genau wie Wova. Können wir... Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, Das hatte zwar keinen... sind gar nicht so einfach. Das hatte zwar keinen... Warum ist der Wasserhahn leer? Ich verstehe das nicht. Wir können ja nochmal haken. Vielleicht bringt das ja was. Hake. Der Schlauch sollte nur zum Rasensprengen verwendet werden. Lilly durfte, egal wie grob. Ah, ich verstehe. Jetzt schließen wir den Schlauch an die Pumpe an. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab! Aber... Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen! Das Einzige, was hier enttäuschend ist, Lilly deine Fresse. Lilly verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Alles? Naja, dann gehen wir mal gucken, wie es unserem Freund da drinnen geht. Hoffentlich ist er ertrunken. Ertrunken und tot. Wie wär's damit? Hallo.
Kann man Lilly dachte mitnehmen? Darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Na toll. Können wir den Honig aufpinseln vielleicht? Ja, perfekt. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Erzähl mal was. Hallo? Ah, Lilly. Vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wenn ich dir irgendwie helfen kann... Ach, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich... Nicht! Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ist doch witzig. Alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit... Bist du eine wandelnde Katastrophe? Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Der hat aber schlechte Laune. Können wir ihm eine Hake drüber ziehen? Was soll das werden? Willst du mich etwa noch mehr zerstechen? Oh Mann, ich hasse dich. Lilly war kurz abgelenkt gewesen. Aber allem Anschein nach wollte Freeman ihre Sachen gar nicht haben. Wohl für den Fall, dass sie sie noch benötigte. Er war so ein guter Freund. Ach, diese Ironie in diesem Spiel ist ja echt genial. Können wir ihn mal knäueln? Vergiss es. Egal, was du da hast. Ich will es nicht. Weil ich dich aus tiefster Seele hasse. Freeman ihre Sachen nicht wegnehmen. Er war so ein guter Freund. Sowas zu hören tut irgendwie richtig gut. Können wir ihn bewinden? Ach, bin ich dir noch nicht genug mit Honig beschmiert? Willst du nochmal nachbessern? Oh, wie ich dich hasse! Freeman wollte Lilly ihre Sachen nicht wegnehmen. Er war so ein guter Freund. Freeman mochte vielleicht aber mit den... Jaja. Freeman ab. Toll, und wie kommen wir jetzt an den Kellerschlüssel? Warte mal, ich habe eine ganz tolle Idee. Können wir den Schlauch benutzen? Nö, wir können hier nur noch Freeman benutzen. Schade. Dann gehen wir erst einmal zurück zu Edna. Beziehungsweise zum Honigdings. Wir hinterlassen voll die Spur. Können wir die Termiten tatsächlich reinigen? Reagierten die Termiten sehr aufgeregt. Um sie wegzulocken, musste Lilly nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal den Kompost. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilly machte sich sofort ans Werk. Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Nein, nicht! Geht weg! Oh, der Ärmste. Der Ärmste. Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Also ich muss ja sagen, mir gefällt, was der Typ erzählt. Die Termiten, geil, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Wahrscheinlich. Was steht denn hier in dieser Widmung? Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Oh, das ist ja süß. Dann gehen wir mal zurück zu dem. Habe ich etwa getropft? Das tut mir aber leid. Der Hof sieht ja aus wie Scheiße. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Was zur Hölle ist das?
Was zur Hölle bin ich Schizo? Ist da ein Gnom? Lilly. Bank anmalt und wo ist Freeman? Ist der tot oder? Moment mal. Soll dieser Gnom jetzt bedeuten, dass Freeman tot ist? Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Oder was? Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Scheiße, ich glaube, wir haben ihn gerade umgebracht, oder? Aber wir sind ja das bravste Mädchen der Welt. Natürlich. Moment, wir haben doch den... Wo will ich denn hin? Nein, stopp, wir haben doch den Kellerschlüssel. Nein, stopp, 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 zurück. Wir wollen doch jetzt in den Keller gehen. Schlüssel, Keller. Die Zack. Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Na und? Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Eben. So, der Keller.